Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, die dritte Folge im Theater, wird sich der eine oder andere vielleicht denken, nein, wir sind so gut wie weg hier. Es war ja sehr, sehr krampfig, das freizuräumen. Und das im Prinzip nur für die Quest, die Tür war im Erdgeschoss, man hätte gar nicht so viel freiräumen müssen. Aber durch das Kämpfen und die Lautstärke und auch das Abbauen hat sich natürlich jeder Einzelne gemeldet. So wie Decord. Und wollte dann zu mir. Oder zu uns. Kannst du die einfach machen, dann würde ich weiter abbauen wollen, weil du machst es ja nicht. Nö. Komm jetzt gleich auf hinten drauf. Nö. Auch nicht. Okay. So, ich dachte, ich könnte noch ganz fix ein bisschen Loot hier rausholen. Aber wenn du hier Zombies hast, die nicht sterben wollen, obwohl ich schon 20 Mal geschlagen wurde, ist es mit dem fix Loot rausholen nicht so einfach, ne? Laura, hast du die jetzt endlich mal tot? Immer noch nicht. Es gibt's doch nicht. Was ist das für eine? Ist das ein Ferkel oder was? Ja, du brauchst medizinische Versorgung, so wie es aussieht. Da, für dich. Nimm. Rückstoßchance. Ja, ich würde sagen, das hat sich schon mal gelohnt, hier nochmal looten zu wollen. Solange es noch mit mich will, kann ich ja schilden. Jetzt hat sie wieder gewechselt. Gut, dann mache ich den einen Umgang hier noch. Und dann geht's weg hier. Es ist, dauert doch länger wie gedacht. Ich dachte, ich kann ein bisschen durchrennen. Laura macht die einzelnen Zombies weg, aber die sind dann doch zu stark, um die mal ganz fix wegzumachen. Oh, das war dein Einsatz. Sie geht aber lieber im Nachbargang, okay. Auch gut, halt mal den weg. Der war wahrscheinlich auch schon mal unten mit dabei, das sah ein bisschen kaputt aus. Mach die immer noch an dem rum. Jetzt kommst du zu mir, ne? Das ist unglaublich. Geht sie gleich drauf? Triff sie doch jetzt mal. Trefferquote hier unten ist irgendwie ein bisschen schlecht gewesen jetzt. Ja, ist ja wieder gut. Du hast dann vermöbelt von sowas, ne? Was mit einem Arm, einem Bein am Kriechen ist, okay. So, ich schätze, wir sind ja durch. Wir fahren es los. Der Luftversteiger, gut, der hat sich ja schon gelohnt, aber jetzt wird's zeitlich vielleicht doch ein bisschen knapp. Hab das Bike aber hier schon mal auf Flucht gestellt. Steig doch auf jetzt. So, der Heimweg ist markiert. Ich denke, ich kann querfeldein einfahren.
Außer bei beim Auto hängen. Wollte hier durch. Hier muss es doch irgendwie eine Lücke geben, oder? Ah, ist doch schön. So, getankt hatte ich schon mal das Bike hingestellt. Weil ich ja wusste, es wird knapp. Ganz so knapp sollte es nicht werden, aber okay. In der Theorie gibt es nichts zu tun, außer ankommen und Horde starten. Also, bis dahin. So, hier ist es zwar sehr hell, aber hier ist nicht die Base. Steht einfach noch ein kaputter Roller. Muss noch ein Stück weiter. Bin tatsächlich sehr, sehr, sehr diagonal gefahren. Hat bis hier recht gut geklappt. Sehr gut geklappt. Und bin froh, dass ich die Flagge gesetzt habe. Weil ich ständig auf die Karte schaue und das kostet immer mega viel Zeit. Die sind schon da. Ob die jetzt mein Bike zerstören? Nee? Okay, okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Laura, komm rein. Komm rein, komm rein. Respawn-Punkt gesetzt. Laura! Alter! Komm doch rein jetzt! Jetzt ist er tot. Okay. Bin ganz ins letzte Eck gelaufen. Normal folgt sie mir ja schon ein bisschen. Geht's wohl zu nüt. Das heißt, ich muss ohne Laura klarkommen. So, den Zweihänder brauche ich nicht. Da packe ich mal das Werkzeug hin. Dann könnte ich vielleicht mal ein bisschen was essen. Der hat ganz schön geschmerzt, habe ich so das Gefühl. Okay, essen. Na, Laura federt jetzt hier hinten, ne? Normal ist sie ein bisschen hier hinten für Ordnung sorgen. So, ich nehme jetzt so eine Pille. Dann stellen wir uns raus, ne? Mal gucken, wie es der Sache schon geht hier. Hab das Bike extra so abgestellt, aber es liegt nicht angemacht. Möbel, Licht, braucht das Holz und Blätter. Habe ich nicht. So werde ich dann ins Lager gehen, mal gucken, ob ich da was habe. Was? Wenn ich da vorne mal war und geschaut habe. Okay, jetzt ist der Batteriestrom und die Haltbarkeit ist 96%. Der Sache geht es eigentlich recht gut. Stickies habe ich keine, ich habe auch noch einen Baumstamm für die anderen zwei Fallen. So, Licht, was hat man für Alternativen? Brauchen Holz und Blätter. Blätter und Holz. Blätter, Holz und Stein. Na, schaue ich mal ins Lager. Es ist fürs Zuschauen schon ein bisschen wichtig, dass man auch was sieht, oder? Aber wenn ich nichts hab, dann habe ich nichts. Oh ja, ist was da? Blätter und Holz. Das müsste es eigentlich sein, ne? Stein hätte ich nur für diese Standfackel gebraucht. Wir hängen einfach was wieder auf. So, ich hoffe, dass nicht alle hier durchgekommen sind. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Kommst hier rein und kommst nicht mehr zur Falle, weil die alle hier stehen. So, und danach brauche ich auch noch den hier am besten. Schild verstärken mit den
Das ist okay. Das ist auch gut. Ich probiere jetzt mal was aufzubauen, das jetzt nämlich kaputt machen. So, aufgebaut. Boah, da spritzt das Blut. So, Falle abchecken, 93%. Das ist okay. Gut. Das heißt, wir stehen wieder hier. Und hoffen, dass alles gut läuft, ne? Ja, stimmt, aber jetzt diese Schnetzelfallen draußen, ne? Die zwei. Die hab's letztes Mal auch nicht. Wie die da rumstressen, gibt's die überhaupt noch? Kann der eine jetzt vielleicht mal despawnen? Das ist doch nicht normal, oder? Okay. Werkzeug in der Hand. Ich seh's halt gar nicht, dass sie das in der Hand hat. Hä? Ich seh's gar nicht. Jetzt! Jetzt hängen sie wieder welche hier rum. So, das mal aufheben. Eisenschredder. Schneidwerkzeug. 99%. Und das rechte läuft auch noch. Zu dem komme ich jetzt aber nicht. Das ist 99%. Mit der Kartenbeil hinterher geflogen. 98%. Ja, wir sind auf Legend. Nur mal so nebenbei. Legende? Ich glaube, mit der Falle werde ich zur Legende. Das ist ja unglaublich, ey. Ja, ist ja wieder gut. Die läuft weder vor noch zurück. Leg mich mal hin. Mal ein bisschen ausruhen. Und was macht ihr sonst so in der Hordennacht? Auf Letzten, das ist ja nicht normal. Gut, jetzt wird's ja wahrscheinlich, ich freue mich jetzt wahrscheinlich schon viel zu sehr und dann kippt die Stimmung. Um 1, um 2 kommt nochmal ein Riesenschwung. Ja, aber ich freue mich lieber jetzt mal ganz kurz über den Erfolg. Weil wenn es dann doch nichts wird, hat man die Chance verpasst, wo man sich hätte freuen können, ne? So, das Ding muss ich nachladen. Das ist noch eine Holzfalle, die nächste ja auch. Das hätte man vielleicht noch aufwerten können, das werde ich dann halt bis zur nächsten Hordennacht tun müssen, ne? Laufen tun sie scheinbar alle noch, die in der Mitte halt auch. Wenn er weg ist, würde ich mal nachlaufen ein Stück, aber er will nicht sterben. Jetzt, ja. Das Ding ist auf 8 Zähler, das lade ich jetzt mal auf. Ah, steht zu nah. Jetzt. Ja, wenn die zwei dann auch noch auf Metall sind, dann haben die dann noch schwerer durchzukommen, weil die ja auch mehr Schaden austeilen. Und war dann bestimmt ungemütlich für die. Ich würde trotzdem mal wieder nach vorn schauen wollen.
Links unten am Bildschirm sieht man übrigens neben dem Schild, was man für Werkzeug in der Hand hat, ne? Das zählt als Rohr. Und das ist der Schraubenschlüssel. Und jetzt wäre das Rohr. Mal ein bisschen mitmachen hier bei dem. So, jetzt komme ich natürlich nicht mehr vor. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass es vorne gut läuft, ne? Weil der ja dreht sich die ganze Zeit. Hier kann man schlecht vorlaufen. Jetzt, ich sehe nichts. Okay, das ist mein Vorlaufen, war nichts. Ist auch blöd, wenn die dann hier so im Blick hängen, man sieht halt nicht, wo man hinläuft, ne? Aber die müssen definitiv auf Metall. Kommen jetzt doch mehr durch und gammeln mir hier viel zu lang rum. Selbst so ein Lauch, ne? Das ist ein ganz normaler Billow-Zombie. Ist hier ewig da. So. Zustand 80%. Schneidwerkzeug 95%. Greifen die Schneidwerkzeuge da draußen nicht an? Hier geht's dem zweiten, also ist auf jeden Fall noch da. Wie es denn geht, weiß ich nicht so genau. So, auf den Stun-Button gewechselt für Schildbuff. Habe ich eigentlich alles an, irgendwie fehlt. Ja, es gibt eine Heilung, ja doch, sie ist aber ganz, ganz langsam. Ich habe alles an, okay. Auch das richtige Zeug. Sieht auf den ersten Blick richtig aus. Prozent, gut, das ist jetzt schon ein bisschen Schaden dran. Jetzt würde ich mal versuchen, das Schneidwerkzeug auf der anderen Seite zu schauen. Okay. Das repariere ich jetzt mal. Schon wieder der erste Schaden dran, ja. Da parkt einer ab irgendwie. Sind sehr seltsame Geräusche. Keine Ahnung, was da draußen alles los ist. Riesen sind da los. Einer da, ich hatte ihn halt nicht gesehen, ne? So, erneut laden. Noch drei Stickies, ein bisschen wenig. Ja, die müssen dringend auf Metall. Klar, ich wiederhole mich jetzt hier, aber ich stehe jetzt zu lange hier, kann nicht mehr vorlaufen und gucken, wie es der restlichen Sache geht. Das Ding ist quasi leer aufgefüllt. Zerlegen Baumstamm, hab hier noch Reserve-Stickies, okay, das sieht gut aus. Da probiere ich das mal. Eine Stange, Seile, Stecker, zwei Motoren. Okay, das wird leider nichts. Und es hat es doch mal einer durchgeschafft. Ist in meinem Lager natürlich. Komm mal schön mit hier. Folgen Sie mir. Hab leider nicht genug Ressourcen, um das jetzt ohne Probleme schnell aufzubauen. Jetzt ist natürlich blöd. Einer am Rücken, einer vorn.
Kommt jetzt nichts ab, ne? Der eine. Und jetzt nochmal. Uiuiui. Jetzt bekommt auf jeden Fall was ab. Ich nehme eine Pille. Läuft das Ding nah. Hab dann auch gleich eine abbekommen, weil es nicht ins Schild gegangen ist, warum auch immer. Komm, ich hab mir vor, das ist blöd. Und der eine hängt da oben in der Decke. Wird natürlich nicht geschreddert jetzt, ne? Jetzt löst er das hier oben aus und stirbt aber nicht. Das ist eine blöde Situation. Okay. Das Teil auffüllen. Das Ding ist ein okay Zustand. Die Schneidfalle auf. Ich bin nicht in so einem guten Zustand. Ist die normale Rode kaputt? Die normale Rode ist kaputt. Hä? Um eins? Ach kommt, gibt's ja gar nicht. Ein Task, weil es geht ja dieser Spaß los. Don't fear the enemy. We're stronger. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm schon. So, jetzt wird sie sich aber nicht mit herlegen. Weil sie hier kämpfen will, ne? Genau. Okay, Austausch. Ich muss dir unbedingt das Gammelzeug wegnehmen nachts. Du darfst das tagsüber essen, aber ansonsten ist es ein bisschen blöd. So, du bekommst jetzt zweimal das Ding. Gibt dir auch noch ein bisschen Nahrung dazu. Das heißt, du bist mega fit. Ich nehme das. Dann schaue ich nochmal, du hast den vitalen Stachel mit den 5%. Das ist okay. Und bekommst noch das Schild dazu, wie immer. Laura, alle zählen auf dich. Ohne Scheiß. So, ich habe ein paar Pfeile auf jeden Fall. Werde jetzt das Ding nochmal reparieren. Die Rüstung reparieren macht jetzt wenig Sinn. Die Handfeuerwaffe hat jetzt keine Mods oder so. Die andere hat jetzt. Die hat jetzt einen. Was ist drin? Taktisches Licht ist egal. Okay, wir wissen raus. Die scheinen das nicht zu beschädigen, das ist schon mal nice. Drei Riesenlaura. Ich kann dir eigentlich nicht helfen. Laura, geh drauf! Ja, war ja fast klar, dass das nicht so einfach wird, wie beim letzten Mal, wo es nur zwei waren. Je mehr Riesen, umso eher ist die Taktik natürlich nix, ne? Und den mit dem Bogen kaputt machen, das ist natürlich kompletter Quatsch. Ich
Bin ich mal gespannt, ob ich den überhaupt weglaufen kann, einigermaßen, um sie aufzuheben. Ja, das geht. Let's try again. We can win. Okay, sie ist schon wieder hinüber. Als er es nicht verfolgt hat. Die letzte Riesennacht? Wahrscheinlich die erste Riesennacht überhaupt. Im ganzen Spiel, das ist natürlich eine extreme Behauptung, auflätschend, ohne Fallanlage, ohne Schusswaffen, hat halt Laura gerichtet, ne? Sie hat halt diesen Killerinstinkt. Zieht jetzt wieder durch, theoretisch ignorieren die jetzt wieder. Ja, es hat einen kaputt. Lauf doch! Ah, es wird besch... Ah, hat Glück gehabt. Ich weiß nicht, was jetzt abgeht. Jetzt könnte man theoretisch wohl einen Riesen kaputt machen. Ja, Laura bewegt sich halt jetzt nicht, weil sie so schlecht im Leben steht. Da will sie immer nicht laufen. Schaffe ich es? Oh, sie haben geschlagen. Das müsste ich eigentlich schaffen, sie aufzuheben. Oh, da geht auf sie, schade. Ist da weggerannt rechtzeitig, ne? Schlag doch, Laura! Schlag doch! Sie macht gerade gar nichts. Ah, sie macht gerade gar nichts. Aber der erste Riese ist doch schon mal mega gewesen. Ist der hier gewesen? Zu nah. Lauf, 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 lauf! Oh. Also die sofortige Tötung, die ich jetzt auch erlebt habe. Laura macht nichts, ne? Ne, ich denke nicht. Die sofortige Tötungschance liegt halt bei 5%. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie man gesehen hat. Ein Riese ist schon weg. Und es ist ja auch erst 2 Uhr, also aktuell ist es noch okay, wie es läuft. Schade, dass ich jetzt nicht mehr weggekommen war. So, das mal meine Tasche. Nimmt das eine Pille, wo das wahrscheinlich gar keinen Sinn macht, weil die mich mit einem Hit eh töten. Egal wie viel Life ich habe. Liegt leider. Also ich mag das natürlich in so Games nicht, wo man jetzt Lebensbalken sieht oder so. Das finde ich immer ein bisschen Quatsch. Man sieht es natürlich auch bei den Endbossen, sieht man es aber auch. Also da hat man sie eingeführt. Hier wäre es natürlich jetzt einfach mal interessant zu wissen, wie viel Schaden macht der Bogen überhaupt? Wie viel Schaden macht das Feuer überhaupt? Macht das auch nur annähernd Sinn, die zu beschießen? Oder ist das kompletter Quatsch? Also ich schätze, der Bogen selbst ist natürlich, das alles nur Vermutung dafür, weshalb den Lebensbalken einfach mal aus Interesse nice.
Ich schätze mal, der Bogen selbst macht keinen Schaden. Das kannst du vergessen. Aber ich würde sagen, dass das Feuer vielleicht Schaden macht, gut. Sie ist wieder draufgegangen, schade. Ja, also wir bekommen zu wenig Möglichkeit, diese sofortige Tötung zu nutzen, ne? Sie bewegt sich halt auch nicht, wenn sie so kaputt ist. Ich kann natürlich jetzt Medizin geben zur Tonnen. Wenn sie natürlich ein bisschen geheilt ist, dann läuft sie wenigstens besser. Geht auf mich bitte. Laura, schlag zu. Laura, schlag doch zu. Du läufst doch sonst nicht mehr hinterher. Gehen sie wieder auf Laura, schade. Und sie macht nichts. Sie macht gar nichts. Kein Schild, kein Schlagen. Es geht aber halt auch nur so rum, weil die bevorzugt mich wollen und ich sie aufheben kann und sie mich halt nicht aufhebt, ne? Ging jetzt nicht. Nicht erwischt. Jetzt hebe ich erstmal den Pfeil auf. Ist so geil. Lass auch in Ruhe. Nimm doch das Schild hoch. Okay. Jetzt war das so. Dass sie auch nicht dann. Wenn sie schon jetzt sticht, können sie wenigstens das Schild hochhalten. Was das bringt gegen Riese, weiß ich nicht. Probieren? Wissen wollen? Schon, oder? Komm, das probieren wir jetzt aus. Zählt nicht als tot, ne? Den Stun-Button noch in die Hand. Der bufft das Schild. Du hast ein Problem am Knie. Aha. Man kann den schilden, okay. Man wollte gerade sagen, wenn er am Baum festhängt, kann man ihn auch beschießen. Ja, ich kann natürlich jetzt hier zigtausend Munition raushauen in den Ballern und der wird dann vielleicht auch irgendwann sterben. Ich würde aber die günstigere Variante Laura nehmen. Schade. Ja, wäre natürlich auch nice, wenn ich so einen Kill hätte, ne? Wenn es plötzlich heißt tot, aber das wird nicht passieren. Ich denke nicht. Auch wenn ich der Meinung bin, der Feuerschaden wird dem schon gut Leben abziehen, aber was ist gut, ne? Pro Feuer 5% Leben ist ja wahrscheinlich schon zu gut. Dann könnte man es ja theoretisch machen. Schade. Und geblitzdingst. Geschlagen, das heißt, ich kann es probieren, sie aufzuheben. Yes! Lava! Wie geil! Da läuft sie weg, als wäre nichts passiert. So, es ist 3 Uhr. Die zweite Riesennacht. Drei Riesen. Lava, das war gut. Ich habe ein bisschen gezweifelt, dass wir das schaffen, wo am Anfang die drei Riesen immer auf einem Fleck waren. Und sie dann quasi so schnell gestorben war. Da habe ich schon kurz Zweifel gehabt, dass es überhaupt was wird. Aber es ist machbar.
geiler Scheiß. Und ich hörte selbst. Um eins war hier Ruhe. Hallo? Und das Zeug ist auch okay. Aber das war so meine Idee, dass der Riese durch diese Barriere ein bisschen abgehalten wird. Mental auf jeden Fall, weil er denkt, es gibt keinen Weg. War die erste Idee, aber ich denke, es wird eher das andere sein, dass er das gar nicht als Hindernis erkennt und dann halt hier einfach hängen bleibt. Das war so die Idee. Aber die bleiben generell auf dem Dach stehen. Da ist die Frage, ja, wahrscheinlich werden sie, wenn man da jetzt Bodenspikes in das Dach einlassen würde. Ich vermute einfach mal, dass die zu schnell zerstören, oder? Aber es wäre natürlich auch interessant, wenn die dann irgendwann doch sterben, aber so richtig einlassen kann man die eh nicht, wie man sieht. Da muss ich schon ein bisschen rausgucken lassen hier. Das wird dann also wahrscheinlich nicht funktionieren. Gibt da noch ein, zwei Ideen im Kopf, aber dann müssen wir erstmal gucken, wie sich das so entwickelt hier. Also ich bin mega zufrieden, mega gehypt von dieser Aktion her. Kann man nichts sagen. Leider nur ein Reh, kein Schwein. Das machen wir einfach mal eine kürzere Folge. Hat super geklappt. Moment. Check up. Diesen Zustand noch. Zur Vollständigkeit. 88%. Nicht einmal repariert. 80% nicht einmal repariert. 66%. Ich denke auch nicht einmal repariert. Also mega gut gelaufen. Vielen Dank fürs Einschalten. Liken und abonnieren nicht vergessen. Auf jeden Fall Kommentare da lassen auch. Und dann sehen wir uns zum nächsten. Folge wieder. Ah, wie geil!